So, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Bundesligaspiel. Erster FC Union Berlin gegen den SV Werder Bremen. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen aus Bremen, Ole Werner vom 1. FC Union Berlin, Urs Fischer. Das Spiel endet im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei vor 22.012 Zuschauern. 1:0 für den 1. FC Union Berlin. Und der Gästetrainer hat wie immer zuerst das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Urs. Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Erreichen der Champions League. Zum Spiel ganz kurz. Ich glaube, es war das Spiel, das man erwarten konnte. Wenig ruhige Phasen im Spiel. Viele lange Bälle, viele zweite Bälle. Wir haben das lange Zeit sehr, sehr gut verteidigt. In dem Strafraum, um den Strafraum herum, bei Standardsituationen. Haben selber leider speziell in der ersten Halbzeit zu wenig mit Ball auf den Platz gebracht. Ich glaube, uns war heute insgesamt anzumerken, dass ja, und auch offensichtlicherweise mit Blick auf den Spielberichtsbogen uns ein bisschen die Körner ausgegangen sind. Der eine oder andere gefehlt hat, der uns sicherlich dann heute speziell auch in der Schlussphase geholfen hätte. Dazu kommt dann, dass du zweimal verletzungsbedingt wechseln musst und die weiteren Wechsel nicht zu früh nehmen kannst, weil du auch nochmal mit 4-5 Minuten Nachspielzeit rechnen musst. Und Union hat in der Phase nachgelegt, hat nachlegen können und sich dann am Ende mit dem Siegtreffer belohnt. Unterm Strich ähnlicher Spielverlauf wie in den letzten Wochen. Sehr ärgerlich, weil wir, glaube ich, dieses Jahr insgesamt sehr viele Spiele hatten, in denen wir uns auf Augenhöhe von der Leistung bewegt haben, in denen es uns nicht gelungen ist, in der Schlussphase die entscheidenden Situationen auf unsere Seite zu bringen. Ich glaube, das liegt teilweise an der Leistung, teilweise aber auch an den Umständen, die dieses Jahr oder dieses zweite Kalenderjahr nicht immer auf unserer Seite waren. Und trotzdem, glaube ich, können Verein, Fans, Mannschaft, Staff sehr stolz sein auf das, was sie geleistet haben. Als Aufsteiger die Liga zu halten, ohne dass wir wirklich mal groß zittern mussten, ist, glaube ich, eine außergewöhnliche Leistung. Und es gibt heute, das sieht man an so einem Spieltag, dann auch immer viele Vereine, die sicherlich gerne mit uns tauschen würden. Deshalb nochmal Kompliment an alle, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Und jetzt geht es darum, sich weiterzuentwickeln, den Sommer gut zu nutzen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann greifen wir in der neuen Saison wieder an. Vielen Dank. Dankeschön, Ole Werner. Urs, hast du schon Worte für dieses Spiel? Ja, so nein. Für das, was wir erreicht haben, ich glaube, es muss sich noch ein bisschen sacken lassen. Aber es war dieses erwartet schwere Spiel. Ich habe es im Vorfeld gesagt, es werde da wirklich sich sehr solidarisch präsentiert, sehr aggressiv sich zeigt. Ich glaube, das hat man heute über 90 Minuten gesehen. Sie haben da wirklich alles weg verteidigt, haben es uns wirklich enorm schwer gemacht. War immer noch ein Bein dazwischen. Was ich aber sagen muss und worauf ich wirklich stolz bin, wie ruhig die Mannschaft geblieben ist. Wir haben zu Pause das Resultat aus Frankfurt nicht angesprochen, nicht thematisiert. Das Ziel war eigentlich in der zweiten Hälfte genau gleich zu spielen wie in der ersten, ruhig zu bleiben und auf diese eine Möglichkeit zu warten. Und ich glaube, die haben wir dann auch verdientermaßen genutzt und dieses Spiel aus meiner Sicht auch verdient gewonnen. Dankeschön, Urs. Wenn es Fragen gibt und die erste sehe ich, dann bitten wir ums Handzeichen. Lisa de Reuter beginnt. Bitte schön. Herr Fischer, jetzt dürfen wir es ja ganz offiziell sagen. Herzlichen Glückwunsch zur Champions League. Ich glaube, das wird jetzt in Köpenick ein Feiertag, oder? Am 27. Mai 2019, also genau vor 4 Jahren, aufgestiegen in die Bundesliga. Und jetzt 4 Jahre später Champions League. Was geht einem da durch den Kopf? Haben Sie daran vielleicht auch noch mal heute kurz gedacht? Ja, so diesen Aufstieg, der wird in meinem Gedächtnis bleiben, egal was geschieht. Das war wirklich, was da nach dem Schlusspfiff los war, war einmalig. Ja, jetzt stehen wir da, haben uns für die Königsklasse qualifiziert. Ich glaube, es wird wichtig sein, dass wir uns treu bleiben, dass wir uns selbst bleiben. Nach wie vor diese Demut, diese Bescheidenheit zeigen, uns nicht zu stark verändern. Ich glaube, das wird am Schluss die Herausforderung sein. Gibt es weitere Fragen? Nils Mahlzahn, bitte. Kleinen Moment. Bitte schön. Frage nochmal zum Spiel selbst. Das Tor ist 81. Minute, glaube ich, gefallen. Gab es denn einen Moment, wo Sie dann doch langsam so ein bisschen nervös geworden sind, weil die Zeit ja dann doch am Ende irgendwann weggelaufen ist? Frankfurt hat zu dem Zeitpunkt noch zurückgelegen, Freiburg geführt.
Ja, nervös nicht, aber die Spannung ist gestiegen. Ja? Wir haben dann auch auf der Bank innerhalb des Trainerteams auch immer wieder diskutiert, was können wir noch machen, wie können wir noch offensiver auftreten, ohne wirklich alles komplett zu öffnen. Man sieht im Fußball, auf einmal fiel der Ausgleich in Frankfurt. Ja, und dann hätte ein Unentschieden schon wieder gereicht. Aber irgendwann habe ich dann das Resultat von Frankfurt mitbekommen, dass die da in Führung gingen. Zu dieser Zeit waren wir auch 1-0 in Führung. Ja, es beruhigt natürlich schon auch ein bisschen die Nerven. Logisch. Michael Färber, bitte. Ja, Herr Fischer, Glückwunsch zur Champions League. Der Moment des Treffers, das Stadion in einem förmlichen Jubelorkan, was haben Sie sich für eine Emotion erlaubt? War das so ein Moment, wo vielleicht gesagt wurde, mein Gott, jetzt schaffen wir es doch? Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich übe das auch nicht zu Hause. Also, ich gehe mal schon davon aus, dass ich irgendwo die Faust gemacht habe, mich wahnsinnig gefreut habe, endlich dieses Tor erzielt zu haben. Weil ich glaube schon, dass die Mannschaft viel aufgewendet hat, unermüdlich war, aber trotzdem diszipliniert. Und das ausgerechnet Rani und wie er das Tor macht. Also wirklich mit einer Überzeugung, so wie du in einer solchen Situation dich zu verhalten hast. Nein, Glücksgefühle, das kann ich schon sagen. Ja. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Doch, Steven Wiesner, bitte. Ja, Glückwunsch, Herr Fischer. Union ist ja mittlerweile irgendwie alles zuzutrauen. Haben Sie schon mal im Hause Khedira nachgefragt bei Ranis Bruder, was es braucht, um die Champions League zu gewinnen? Ja, jetzt habe ich vorher gerade was gesagt. Bescheiden zu bleiben, demütig und selbst zu bleiben. Jetzt genießen wir diesen Moment. Ich glaube, das haben wir uns auch verdient. Ja, ich muss das aber doch noch loswerden. Ist ja auch noch jemand Meister geworden. Ich glaube, man sollte dem Meister dann schon auch Glückwünsche nach München. Ja, wenn auch am 34. Spieltag zuvor das steht, hat sich das entsprechend auch verdient. Also Gratulationen nach München. Jetzt sehe ich wirklich keine Wortmeldung mehr, dann sage ich Dankeschön fürs Kommen heute. Vielen Dank für die Begleitung über diese gesamte Saison, die ja auch hier für viele im Raum sehr aufwendig und sehr, sehr schön war. Danke, eine gute Sommerpause. Wir sehen uns morgen zum Teil nochmal, unseren Gästen von Werder Bremen. Einen guten Weg nach Hause, auch euch alles Gute. Danke. Ciao. Dann wieder angreifen. Ja.